Hallo Leute, ich darf euch von der 39. Woche berichten, die habe ich jetzt auch geschafft. Yeah! Hat irgendjemand gesagt, dass Zwillinge zu früh kommen? Meine nicht. Aber das macht nichts. Es ist schönes Wetter, mir geht's gut. Mir geht's echt gut. Also ich glaube, das war die Grippe, die mir angehangen hat, viel mehr als die Schwangerschaft, weil ich genieße es gerade. Richtig, das Schwangersein, den Frühling und ich bin auch nicht so erschöpft und ich kann noch ein bisschen aushalten. Ja. Mein Bauch ist auch wieder gewachsen, also die wachsen da drin weiter. Die hören nicht einfach auf bei 38 Wochen und sagen, so ist Schluss. Ich zeige euch das mal, mein Bäuchlein. Der ist also noch mal eine Runde größer geworden. Und da bin ich jetzt bei... Warte. Sehe ich natürlich wieder nicht gut, aber... Naja, kommt drauf an, wie viel ich wieder Luft hole. Ne? Ja, so... Und an die richtige Stelle schieben. Dann bin ich bei 114. Ja, ansonsten hat er sich nicht so viel verändert, finde ich. Also, außer dass er praller geworden ist und größer. Gewichtsmäßig bin ich jetzt bei knapp 83. So viel habe ich noch nie in meinem Leben gewogen. Und mein Bauch war auch noch nie so dick. Ich habe jetzt alle Rekorde gebrochen. Ja, die Babys sind nach wie vor aktiv. Die liegen auch, wie sie gelegen haben. Also das Mädchen tritt immer nach vorn. Der Junge, der rumpelt hier unten rum mit seiner Schulter so. Also so deute ich das jedenfalls. Und manchmal habe ich das Gefühl, er liegt tiefer im Becken und dreht sich da auf irgendwelchen Nerven rum. Und auf meiner Blase und dann habe ich wieder das Gefühl, dass er wieder weiter höher liegt oder jedenfalls dann merke ich das nicht so. Ich hatte vor ein paar Tagen mal so einen Tag, wo ich Vorwehen hatte und jetzt habe ich aber zwei Tage lang auch wieder nichts. Also die haben das offensichtlich nicht besonders eilig. Aber ich auch nicht. Also mir geht's gut. Ich habe halt so mein, was ich abends essen muss, die verlangen ist. Also am liebsten Durchleber in der Dose. Also gibt es ja nicht in frisch, aber diese Durchlebern von Edeka. Die. Und dann presse ich mir eine Orange aus, die verteile ich auf zwei Gläser mit viel Wasser. Und dann mache ich mir meinen Quark mit, also entweder Quark oder Sauermilch mit 4 Eigelb und Zitronensaft und ein bisschen Zucker. Und das geht nie sich abends. Und ja, brauche ich auch irgendwie. Also danach geht es mir richtig so gut. Tagsüber esse ich irgendwie nicht immer so viel, weil ich abgelenkt bin und die Kinder wollen beim Essen bedient werden. Also da, das hole ich dann abends nach, wenn alle schlafen. Ja, ansonsten bin ich mal gespannt, ob ich den April noch schaffe. Ne? Oder ob es tatsächlich März wird. Mal sehen. Auf jeden Fall ist der Frühling wunderschön und mir geht's gut. Und so, mal schauen. Warum sollte man mit Zwillingen nicht auch 40 Wochen gehen dürfen, oder? Bis dann!